Hallo und willkommen in meinem Garten. Mein heutiges Thema in diesem Video, die Andenbeere bzw. Physalis. Was habe ich heute vor? Ich habe heute vor, die Samen aus der Andenbeere zu gewinnen. Da haben wir zwei Möglichkeiten, zeige ich euch beide. Wir werden die Samen der Andenbeere bzw. Physalis aussehen. Auch da wiederum gibt es zwei Möglichkeiten. Werde ich euch auch beide Möglichkeiten bzw. Varianten zeigen. Dann zeige ich euch in diesem Video bereits verschiedene Stadien der Physalis, die ich schon ausgesät habe, in verschiedenen Altersstufen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Bleibt dran, schaut zu. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Hier habe ich mal eine Frucht einer Physalis. Die habe ich jetzt im Supermarkt gekauft, weil die Physalis noch nicht reif ist. Ich habe hier noch Samen vom letzten Jahr, meiner eigenen Physalis. Aber gehen wir mal an die Frucht. Ja, die Frucht sieht aus wie ein Lampion. Man sagt dazu auch Lampionblume bzw. Lampionpflanze, weil die hier richtig schön eingepackt ist. Kann man dann einfach aufziehen und innen drin ist die Frucht. Die ist so essbar. Besteht eigentlich, sage ich mal, zu 90% aus Samen. Kann man einfach so verschlingen, schmeckt eigentlich ganz lecker. Kann man auch Marmelade draus machen, wenn man genug hat. Ja, wir gewinnen jetzt die Samen. Hierzu schneiden wir die Frucht am einfachsten in zwei Hälften. Ich weiß nicht, ob man es jetzt tatsächlich erkennen kann. Ja, also wie gesagt, die Frucht ist ziemlich voll mit Samen. Die kratzen wir einfach mit einem Messer oder mit einem kleinen Löffel aus der Frucht raus. Kann man auch versuchen rauszuquetschen, funktioniert auch ganz gut. So. Wir kratzen also die Samen hier aus der Frucht und haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze auf einem Tuch zum Trocknen zu verteilen. Ich mache das jetzt gerade mal hier bei einer ganzen Frucht. Na, ich habe tierische Wurstfinger. Ist eigentlich eher eine Frauengeschichte, aber kriegt man auch hin. Nicht wundern, mit dicken Fingern ist es nicht ganz so einfach. Müll ist das Ganze nicht, den Rest fressen einfach die Hühner. Oder ihr esst es selber auf, die Schale ist auch kein Problem, nur Schale ist halt nicht jetzt so geschmackvoll. So, das ist die erste Variante der Samengewinnung. Ihr trocknet es einfach auf einem Zewa, auf einer Serviette, auf einem Toilettenpapier oder wo immer ihr möchtet. Wichtig ist, dass der Untergrund saugfähig ist und dass ihr das gut verstreicht, sodass ihr nach dem Trocknen die Samen wieder ganz gut vom Papier ablösen könnt. Die zweite Möglichkeit der Samengewinnung, ihr nehmt eine Frucht, halbiert die Frucht wieder, nehmt euch ein Glas mit Wasser, macht das Ganze, was ich eben auf dem Papier gemacht habe, einfach kratzt ihr ins Wasser rein, funktioniert schon ein bisschen besser mit meinen Wurstfingern. Einfach rauskratzen. Die Schale kann man eigentlich mit reinwerfen. Ist eigentlich egal, da hängen nämlich auch noch eine ganze Menge Samen dran. So, das ist die zweite Variante. Das Ganze bleibt einfach so lange stehen, bis das Fruchtfleisch vergoren ist. Die Samen setzen sich unten ab. Das Wasser wird immer wieder abgegossen und frisch gemacht. Und wie gesagt, die Samen setzen sich unten ab. Das Fruchtfleisch wird mit abgegossen. Und danach werden die Samen getrocknet und man hat nicht, wie hier auf dem Papier, eben das Fruchtfleisch immer mit drin, das dann später zur Schimmelbildung führen kann. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem unsere Samen trocken sind. Wie gesagt, hier eigene Samen vom letzten Jahr. Die Samen wollen wir jetzt noch aussehen. Man könnte im Übrigen auch die frischen Samen, wenn man das direkt hier trennen würde, es setzt sich bereits schon ein kleines bisschen ab, könnte man auch direkt aussehen.
Ja, man kann es leicht erkennen. Könnte man direkt aussehen, funktioniert auch. Da wir aber später eigentlich erst die Samen ernten und im Frühjahr aussehen, verwenden wir jetzt für die Aussaat die getrockneten Samen. Für die Aussaat gibt es Folgendes zu sagen. Physalis ist ein Lichtkeimer. Physalis keimt optimal bei Temperaturen um die 25 Grad. Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad sind für die Keimung problemlos möglich. Ja, wir nehmen für die Keimung bei Lichtkeimern grundsätzlich immer irgendeinen Behälter, bedecken den am besten oder füllen den am besten mit schon feuchter Erde. Ja. Drücken die Erde leicht an und verteilen nicht allzu viele Samen auf der Fläche, da wirklich bei der Physalis eigentlich annähernd alles angeht, wenn die Keimtemperatur stimmt und die Feuchtigkeit optimal ist. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, die Physalis noch ganz leicht mit Erde zu bedecken. Das werde ich jetzt hier auch tun. Dann hält sich die Feuchtigkeit ein bisschen besser. Wer möchte, kann das Ganze noch mit einer Folie abdecken und lässt dann einfach stehen. Wie gesagt, 25 Grad optimale Keimtemperatur erreicht man in dem Zimmergewächshaus problemlos oder auch an der Fensterbank. Das Ganze könnt ihr natürlich, wie gesagt, mit frischen Samen genauso machen. Ich zeige euch jetzt mal Physalis, die ich vor circa 5 Wochen ausgesät habe. Wir sehen, einige der Samen, die kommen noch später nach. Die sind jetzt bei ca. 20 Grad gestanden. Ist jetzt nicht so optimal. Hier im vorderen Bereich war ein kleines bisschen mehr Licht. Sind besser gekeimt, aber auch in den anderen Bereichen kommen immer noch kleine Pflänzchen hinterher. Ein paar Wochen später sieht das Ganze schon so aus. Das wäre jetzt eigentlich schon lang an der Zeit gewesen, die Pflanzen ins Freiland zu setzen. Weil die Wurzeln hier eigentlich schon so miteinander verwachsen sind, dass man hier eigentlich kaum noch einzelne Pflanzen pikieren könnte. Ja, die Physalis bzw. Andenbeere wird ziemlich groß. Bei optimalen Bedingungen, sprich in einem Topf mit mindestens 30 Litern bzw. im Freiland, erreicht die Physalis bei uns in Mitteleuropa eine Höhe von bis zu 2,5 Metern. Und annähernd das gleiche im Durchmesser. Wenn ihr vorhabt, Physalis zu ernten, oder sprich die Andenbeere, müsst ihr also entsprechend viel Platz in eurem Garten einplanen. Gibt allerdings dann auch eine ganze Menge Früchte und die Früchte werden auch ordentlich groß. 2 Wochen später sieht die Physalis bereits schon so aus. Ist schon ein ganzes Eck größer geworden. Und wenn wir das Ganze hier betrachten, dann haben wir hier schon eine Pflanze, die schon ganz ordentlich ist, im oberen Bereich sogar schon Blütenansätze bekommt, die man noch nicht wirklich erkennt, aber es ist schon ein kleiner Blütenansatz da, an dem dann später auch die Frucht hängen wird. Und ordentlich Triebe an der Seite. Wie gesagt, optimal ist es nicht im Topf, die Pflanze bleibt kleiner. Und bekommt auch nicht so große Früchte. Ich bin jetzt hier in meinem Garten, also sprich bin ich schon eigentlich die ganze Zeit. Und hier haben wir eine Physalis, die im Freiland steht. Was heißt eine? Es sind eigentlich eine ganze Menge. Die Physalis steht hier in Mischkultur mit ein bisschen Salat und Tomaten. Zwischendrin habe ich noch ein kleines bisschen Bambus. Und solange der nicht hoch genug gewachsen ist, hier an der Grundstücksgrenze, pflanze ich auf dem Streifen eben noch ein paar andere Sachen, unter anderem die Physalis. Die darf sich hier breit machen und auch einen kleinen Sichtschutz bieten, was sie dann auch machen wird. Das, was zwischendrin ist, zwischen der Physalis ein kleines bisschen heller, sind noch Topinambur-Pflanzen, die vorher in diesem Beet waren und die immer wieder rauswurzeln, die werden alle noch wegkommen.
Die Andenbeere, also sprich Physalis, unter der sie hauptsächlich bekannt ist, beinhaltet sehr viele Spurenelemente, unter anderem Eisen, Calcium und Phosphor. Carotin B ist ebenfalls sehr hoch, sehr viel enthalten, erkennt man schon an der gelben Frucht. Also wie gesagt, der Farbstoff Carotin ist zu sehen. Zu den Vitaminen gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Vitamin B und C sind die Hauptvitamine, die in der Physalis enthalten sind. Also rundum eigentlich eine gesunde Frucht. Der Geschmack ist süß-säuerlich. Lässt sich eigentlich auch mal, oder probiert es einfach mal aus. Nehmt mal ein bisschen Physalis, macht euch einen kleinen Brei draus, also sprich ein Mousse. Kein Brei, Brei hört sich ein bisschen dumm an. Macht euch ein Mousse daraus und versucht es einfach mal zu einem Stück Wild zu essen. Kommt eigentlich auch ganz gut vom Geschmack. Also zu so einem Wildschwein oder zu einem Rehrücken ist so ein bisschen Physalis-Mousse auch angebracht. Ersetzt so ein bisschen die Preiselbeere. Eigentlich könnte man die Physalis auch fast schon als Heilpflanze bzw. Heilfrucht bezeichnen. Bestätigt ist es nicht wirklich, aber es heißt, dass Physalis auch gegen Rheuma, Gicht und einige andere Wehwehchen helfen soll. Sicherlich kommt es auf die Menge darauf an, die man isst, aber aufgrund ihrer Inhaltsstoffe kann es definitiv nicht schaden. Ja, die Physalis möchte ich jetzt nicht besonders hochloben. Es ist eine Frucht, wie viele andere auch. Sie ist lecker zu vielen Gerichten, sie ist lecker mal so zum Naschen. Und ich würde sagen, baut euch doch einfach mal, oder holt euch doch, wenn ihr noch keine Physalis habt, holt euch doch einfach mal im Supermarkt eine Schale mit Physalis. In der Regel kosten 100, 150 Gramm von dieser Frucht so 1,50 Euro. Ist jetzt nicht unbedingt besonders teuer in Bezug auf den Geschmack. Holt euch ein paar Kerne raus, setzt die Kerne in die Erde und pflanzt euch mal ein bisschen Physalis an. Wäre schön, wenn ich mal ein Feedback bekommen würde, wie die bei euch gewachsen sind. Sprich, nächstes Jahr höre ich dann von euch. Und bis dahin wünsche ich euch einfach viel Spaß mit meinen anderen Videos. Wir sehen uns definitiv. Bleibt dran. Und abonniert den Kanal, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Bis bald in meinem Garten.